Einen wunderschönen Abend bei Momente Wien im Sonnensegel. Mein Name ist Michael Felten, ich bin Geschäftsführer von Momente Wien, einer der beiden Geschäftsführer. Und meine erste Frage an Sie, wie geht's Ihnen? Mir geht's ausgezeichnet gut. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil das Sonnensegel durch Ihren Besuch so wunderbar gefüllt ist. Und zum anderen, weil das auch zeigt, wie stark das Interesse an der Arbeit von Momente Wien ist. Wir haben heute im Unterschied zum Vorjahr wieder das Sonnensegel gewählt, weil wir im Sonnensegel die Heimat des Neujahrsempfangs haben und weil es da so kuschelig eng ist, wie Sie sicher merken. Ich glaube auch, dass es mir gut geht, weil wir heute ein interessantes Programm haben. Wir haben, wie Sie sicher der Einladung entnommen haben, heute einen Auftritt von Roland Thüringer bei uns. Wir stellen ein neues Projekt vor und das Motto geht's uns gut, geht's Ihnen gut, wie geht's uns, mit gehen lässt sich viel assoziieren und ich hoffe, Sie gehen noch nicht bald heim. Ja? Ich möchte die Begrüßung sehr kurz halten, weil der Roland Thüringer im Anschluss an die heutige Veranstaltung bei uns noch einen Auftritt hat und daher werden wir jetzt auch nicht alle Damen und Herren begrüßen können, die für uns so wichtig sind. Sie sind natürlich alle für uns und für unsere Arbeit. Insbesondere möchte ich allerdings begrüßen unseren Obmann, den Georg Psotta. Der erst schon im Vorjahr das Vergnügen hatte, erstmals den Neujahrsempfang zu eröffnen und ich bitte dich um die ersten Worte. Lieber Michael, vielen Dank. Ja, sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind ja alle unsere Ehrengäste. Ich darf Sie sehr herzlich und ich freue mich riesig, dass so viele von Ihnen gekommen sind, im Jahr 2012 begrüßen an einem lauen und angenehmen Frühlingsabend. Ich hatte eine umfassende halbstündige Einleitung vorbereitet, aber dann hieß es, das geht nicht, das wird vielleicht, glaube ich, ganz in Ordnung sein, dass es nicht so geht. Und ich werde nur einige wenige Assoziationen, einige Gedankensplitter zu diesem Thema, wie geht's uns oder geht's noch gut? Also im Schweizerischen, die Schweizer sagen zum Beispiel, ja, geht's noch? Ja, ist ja ganz was anderes, wie man sagt, ja, geht's noch gut? In anderen Sprachen tönt das auch noch ein bisschen anders. Die Franzosen sagen, comment ça va, da ist es im S, also im Unbewussten. Im Englischen ist es das How do you do, da geht es überhaupt nicht mehr ums Befinden, da geht es nur mehr ums Tun. Ich glaube, das ist mehr so angloamerikanisch. Und ja, im Italienischen heißt es come stai, wie befindest du dich? Das ist schon sehr bei der Befindlichkeit. Was das bei mir so an Assoziationen ausgelöst hat, ist unter anderem auch ein Fußabdruck. Ein Fußabdruck auf unserer Neujahrsempfangseinladung. Danke, Georg Psotta. Stellvertretend für die Fördergeberinnen und Förderinstitutionen der öffentlichen Hand möchte ich jetzt den Herrn Gemeinderat Kurt Wagner auf die Bühne bitten. Der Herr Gemeinderat ist Vorsitzender des Gemeinderätlichen Gesundheitsausschusses. Wir freuen uns sehr, dass eine Grußbotschaft der Stadt Wien an uns richtet. Vielen Dank. Selbstverständlich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass Sie, genauso wie meine Vorredner, wie der Chefarzt des Psychosozialdienstes sagte, dass Sie heute so zahlreich da sind. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute namens meiner amtsführenden Stadträtin für Gesundheit und Soziales, Magistra Sonja Wesseli, zu Ihnen sprechen darf. Nicht, weil ich das nicht öfters tue, ich bin oft in Ihrer Vertretung unterwegs, aber Sie haben hier heute des Empfangsort gewählt, den vierten Bezirk, und ich bin im vierten Bezirk politisch beheimatet, habe da über 42 Jahre fast alle Gassenstraßen
Kreisler, was man auch immer sagt, bekannt. Ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes über, nachdem Sie alle auf das Programm warten und ich Ihnen jetzt nicht eine lange Ansprache halten will. Der Thüringer würde sagen, wenn man sagt, wenn Sie etwa 20 Minuten bist, wo auch rein, möchte ich nicht mich dieser Kritik aussetzen. Möchte aber Ihnen im Jahr 2012 eines wünschen. Ich habe selber einen guten Vorsatz, nur wenn Sie mich heute fragen, wie geht's mir, wird jetzt momentan nicht sehr gut. Ich habe mir nicht viel vorgenommen in neuem Jahr, ich habe nur eine sehr strenge Chefin. Der Mann des Vorsitzenden im Gesundheitsausschuss kannst du nicht dauernd rauchen. Und jetzt gewöhne ich mir das Rauchen ab und ich kann Ihnen sagen, seit gestern extrem, ich mag nicht im Prinzip sehr, sehr viel spazieren gehen, wenn ich da Leute rauchen sehe. Nicht, weil ich das nicht leiden kann, aber weil ich natürlich immer dann verhalten bin, ebenfalls wieder zu beginnen. Das heißt, man startet immer mit gewissen Vorsätzen, Sie genauso. Ihre Organisation hat nicht nur in der Vergangenheit gute Vorsätze gehabt, sondern hat gezeigt, dass man auch aktiv dazu beitragen kann, etwas umzusetzen. Und so möchte ich mich bei Ihnen persönlich bedanken, die für alle hier heute sind, die auch mit dazu beitragen, hier einen Weg gemeinsam mit uns zu gehen, der, glaube ich, ein guter ist. Arbeiten wir gemeinsam auch künftig in diesem heurigen Jahr für die Interessen, für die Bedürfnisse, für alle jene, was wir uns vorstellen, und hoffen wir, dass wir es gemeinsam zu einem guten Weg, zu einem guten Ziel bringen. Aufs Programm gehe ich dann nach dem Roland Thüring ein, was wir noch haben. Als ersten Programmpunkt möchte ich jetzt meinem Kollegen Rudolf Wagner übergeben. Wir haben heute sehr viele Wagners auf der Bühne, das macht es mir einfacher. Nicht verwandt, nicht verschwägert. Rudi, darf ich dich bitten, die erste Runde zu übernehmen. Vielen Dank. Auch von meiner Seite einen wunderschönen und vor allem kurzweiligen Abend. Wir möchten als ersten Punkt Ihnen ein Projekt vorstellen, Wild Earth, und darf die Aktivistinnen noch zu mir bitten, die Frau Doris Rittberger und Tine Knapp. Wir möchten deshalb über dieses Projekt sprechen, weil wir glauben, dass es in Zeiten wie diesen, und wie diese Zeiten sind, darauf werde ich später noch eingehen, es ein Schritt in die absolut richtige Richtung ist. Wild Earth ist gegründet von diesen beiden Damen, die in ihrem Brotberuf eine Werbeagentur hier in Wien betreiben. Und ich darf gleich mit Ihnen beginnen, Frau Rittberger. Was ist Wild Earth? Was können sich oder sollen sich unsere Gäste unter Wild Earth vorstellen? Also zuerst möchte ich mich mal begrüßen und freue mich, dass so viele Leute gekommen sind. Und ja, ich erkläre einfach ganz kurz, was Wild Earth ist. Wild Earth ist die Community, die geht, um zu bewegen. Das soll heißen, wir bemühen uns darum oder motivieren Menschen, dass sie wieder mehr zu Fuß gehen in der Stadt. Und das setzen wir in vielfältigen Dingen und Aktivitäten um. Und ja, versuchen einen Haufen Kreativität und Lust und Liebe reinzubringen. Es wirkt auf mich sehr frisch, sehr modern, sehr hip. Ja? Und wenn ich der Homepage entnehme, ich das im Impressum, dass Sie, Frau Knapp, die Idee und zu diesem Projekt und auch die Konzeption gemacht haben. Was waren Ihre Beweggründe für Wild Earth und was sind die Zielsetzungen von Wild Earth? Ja, also der Beweggrund passt eigentlich gut zu dem heutigen Thema, weil mir ist es nicht gut gegangen. Und zwar habe ich unter Panikattacken gelitten und zwar so stark, dass ich das Haus eigentlich nicht mehr verlassen konnte. Und das Einzige, nach vielen Therapien, das Einzige, was mir geholfen hat, ist einfach Schritt für Schritt hinauszugehen, zu Fuß zu gehen, anfangs nur um den Häuserblock, und das ist immer weitergegangen und weitergegangen, bis ich mir dann gedacht habe, okay, ich kann jetzt plötzlich wieder durch die ganze Stadt gehen, ich kann einkaufen gehen, ich möchte es mit anderen teilen, ich möchte meine Wege aufzeichnen, ob es die Wege sind, die man jetzt nachgehen möchte, also meine, die ich recherchiert habe, weil beim Gehen man ja tolle Sachen entdeckt und man es Stress abbaut und auch gerade bei diesem Problem, also dass man sich nicht mehr traut, hinauszugehen, wahnsinnig gut hilft. Und das war der Grundgedanke von Wild Earth anfangs. Und dann ist die Christine zu mir gekommen und hat gesagt, ich möchte gerne einen Buch machen. Und ich habe mir gedacht, wenn sie ihre ganze Abenteuerlust und ihr grafisches Talent dazu
einsetzt, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Und wir haben vor circa einem Jahr das Buch Wild Earp herausgebracht im Eigenverlag und ist inzwischen schon in der zweiten Auflage erschienen. Man kann es auch kaufen, wenn man möchte. Und ja, und wir haben dann gedacht, das bietet noch viel, viel mehr als ein Buch alleine. Man kann also eine ganze Welt drumherum knüpfen und das tun wir jetzt. Es gibt eine Website, es gibt Earp-TV, wo wir Menschen einladen, uns ihre Lieblingsplätze in der Stadt zu zeigen und ihren Zugang zum Gehen zu vermitteln. Ja, also es gibt jede Menge zu gehen. Wenn man auf die Homepage geht, dann wird man mit neuen Begriffen konfrontiert, wie Earp Walker und Urpsis. Vielleicht könnten Sie noch ein bisschen ausführen, wie sich Interessierte an dem Projekt bei Ihnen beteiligen können. Also an und für sich ist es eine Kommunikationsplattform und eine im Aufbau begriffene Community. Das heißt, wir sind dabei, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die es im Web und im Web 2.0 gibt. Ja, Earpwalker.at ist eine Plattform, da kann man Schritte hochladen auf eigenes Profil. Man kann die gegangenen Schritte quasi virtuell darstellen auf einer Landkarte und dann sehen, dass die Grenzen eigentlich im Kopf und nicht in den Füßen sind. Vielleicht zum Abschluss noch ein Ausblick auf 2012. Es gibt ja die Überlegung eines gemeinsamen Subprojektes zwischen Projekte Wien und Wild Earp. Können Sie uns dazu schon etwas verraten? Eine Kleinigkeit. Zuerst wollte ich nur sagen, dass das Gehen eine wunderbare Möglichkeit ist, nicht nur für die Umwelt und für die körperliche Fitness was zu tun, sondern, und das finde ich ganz, ganz wichtig, es ist eine gute Möglichkeit, für die psychische Gesundheit einiges zu tun. Und deswegen sind wir auch mit der Promente Wien in Kooperation getreten und das bin ich wahnsinnig stolz drauf. Und das, was wir vorhaben, läuft unter dem Motto Power für die Psyche und wird heißen Power Walk durch Österreich. Und alles Weitere wird man demnächst auf den Webseiten Promente Wien und natürlich auch auf der www.waldorf.at finden. Da bin ich schon gespannt, wie sich das entwickeln wird. Für jetzt einmal herzlichen Dank fürs Vorstellen und auch schmackhaft machen auf Ihr Projekt und auch auf das Gehen an sich. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Danke und für die Möglichkeit, dass wir hier sein dürfen und mit der Promente Wien gemeinsame Wege gehen. Danke. Gehen die Boxen hinten. Ich habe extra gesagt, die Boxen müssen hinten gehen, weil sonst wird dann gequasselt hinten. Ah, gut. Geht nicht. Gut. Geht's uns noch gut? Ist die Frage, die wir stellen. Und einen positiven Aspekt haben wir, glaube ich, schon gehört. Ich fürchte, ich muss Ihnen ein bisschen die Laune verderben. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass es uns wirklich so gut geht. Und dass einiges doch schief liegt. Drei Zahlen zur Belegung. 900.000 Menschen im Jahr nehmen psychiatrische Unterstützungsleistungen der Krankenkasse in Anspruch. 1 Million Menschen, ein Achtel der Bevölkerung bitte, ist alkoholkrank gefährdet. 400.000 davon manifest alkoholkrank. Und 1 Million Menschen in Österreich sind armutsgefährdet, 400.000 davon manifest arm. Irgendwas läuft schief, wir sind in einer der reichsten Länder auf der Welt. Jetzt ist es ruhig. Wir leben in einer Zeit des Gehetzt und des Getriebenseins. Und die Hauptübeltäter, meiner Wahrnehmung nach, sind Punkt 1, die unerträgliche Beschleunigung aller Prozesse. Nicht böse sein, das Leben ist, wenn überhaupt, ein Marathon, sicher kein 100-Meter-Sprint. Zweitens, die Informationsflut. Wir leben angeblich in einer Informationsgesellschaft, in Wirklichkeit ist es eine Desinformationsgesellschaft. Wer mehr dazu wissen möchte, dem sei Max Ottes der Informationscrash ans Herz gelegt. Die Informationsmenge wird immer mehr, die Qualität der Informationen wird immer schlechter.
Die Leserinnen und Leser subterraner Kulturblätter werden mir das bestätigen. Und noch eins. Wenn Sie sich die Katastrophen und die Kapitalverbrechen aus aller Welt reinziehen, bevor Sie noch Ihr Frühstücksei geköpft haben, brauchen Sie sich nicht wundern, dass Ihnen den ganzen Tag über ein wenig flau im Magen ist. Drittes Übel. Der Fetisch vom grenzenlosen Wachstum und vom Leistungswettkampf. Beim grenzenlosen Wachstum bin ich gleich fertig als Mediziner. Grenzenloses Wachsendes wird als bösartiger Tumor diagnostiziert und großräumig im Guten radikal entfernt. Was den Leistungswettkampf anlangt, es ist zwar spannend und auch lustig anzusehen, gerade aktuell die Weltmeisterschaften in den Winterdisziplinen, aber wir müssen uns schon klar sein, dass alle, die hier mit 120 km/h den Berg runterbrettern, spätestens mit 30 einen schwer geschädigten Bewegungsapparat haben. Und wenn wir die Denkprinzipien dieses Leistungswettkampfes auf die Arbeitswelt und auf die Wirtschaft übertragen, brauchen wir uns nicht wundern, dass die Reha-Kliniken alle voll sind. Dann haben wir noch den galoppierenden Konsumwahn als ein Übel. Und zwar, das freut zwar die Wirtschaft, selten die Umwelt. Für uns ist es ganz selten nachhaltig relevant. Im Gegenteil, überflüssige Konsumationen befördern und bestärken nur die sinnlose Arretierung in Hamsterrad unserer Erwerbsarbeit. Und wenn wir dann noch den Konsum auf Pump aufbauen, dann sinken unsere Freiheitsgrade ganz schnell gegen Null. Die Schuldnerberatungsstellen haben alle Hände voll zu tun. Und abschließend zu den Übeltätern, ich komme dann schon zum Positiven noch, damit wir hier nicht eine zu schlechte Stimmung aufbauen. Wir können uns schon immer hören, Finanz- und Wirtschaftskrise. Das Problem an ihr ist, verortet an den Einzelpersonen, sprich so wie wir es wahrnehmen. Punkt 1, macht es uns Angst in Bezug auf unsere eigene ökonomische, unwegbare Zukunft. Zum Zweiten, steigt der Zorn über geahnte, nicht bewiesene, aber geahnte Ungerechtigkeiten in uns auf und kombiniert mit der Ohnmacht, mit dem Gefühl, nichts dagegen tun zu können. Die gute Nachricht ist, wir können was tun, wenn wir bei uns selbst anfangen. Punkt 1, wir wählen nicht alle 4 Jahre. Wir wählen jeden Tag, mit jedem Euro, den wir ausgeben, entscheiden wir, was wir fördern möchten und was wir nicht fördern möchten. Geben Sie Ihr Geld bewusst aus. Zweitens, konsumieren Sie oder konsumieren wir nicht mehr schlechte Nachrichten aus aller Welt, als wir in der Lage sind zu verarbeiten. Und drittens, geben Sie der Entschleunigung eine Chance. Gehen ist mit Sicherheit ein Entschleunigungsmoment. Als Buchhändlersohn darf ich auch das Lesen anempfehlen. Und das Schöne ist, bei Gehen und Lesen ist ein Moment, dass die Exekutivorgane, nämlich die gehenden Beine und das lesenden Auge, dem Geist, dem Verstand, dem Herz nicht davonlaufen können und wir uns automatisch in der uns gemäßen Geschwindigkeit bewegen. Ich habe schon Zeichen gekriegt, ich muss auch Gas geben. Aber lassen Sie mir noch eine Gedanken zu Ende bringen. Diese stimmungsmäßige Großwetterlage, die, danke, von Gier und Angst dominiert wird, wirkt auf uns alle. Und im Besonderen wirkt sie natürlich auf jene, die schon mit psychischen Instabilitäten zu kämpfen haben. Wir in der Sozialpsychiatrie, und damit meine ich die Profis, die Angehörigen, aber auch die Betroffenen, haben im Laufe der Jahre, Jahrzehnte ein hohes Wissen darüber akkumuliert, was unserer Psyche zuträglich ist und was ihr nicht zuträglich ist. Und dieses Wissen verwenden wir, um Einzelpersonen zu helfen. Was wir nicht tun, und das ist schon selbstkritisch, wir stellen diese Information nicht
lautstark der Bevölkerung und der Gesellschaft zur Verfügung. Wir nehmen unsere seismografische Verantwortung der Gesellschaft gegenüber nicht wahr. Das mag zwar historisch gut begründet sein oder verstehbar sein, denken wir wo die Sozialpsychiatrie oder die Psychiatrie vor 70 Jahren gestanden ist, aber das ist dringend zu ändern. Eine Berufsgruppe, die seit jeher genau das macht, nämlich A, einen hohen Sensor hat für Schieflagen, für Selbstbetrug, für Dummheiten und andererseits diese auch jedem, der es hören will, mitteilen, sind die Kabarettisten. Sie kleiden diese Information in ein humorvolles Gewand. Manche sagen, das ist ein Marketing-Schmäh. Dem kann ich was abgewinnen, weil die wenigsten hören sich 2 Stunden lang an oder lassen sich 2 Stunden lang erklären, was für Volldeppen sie sind. Also das mit dem Humor als Marketing-Schmäh kann ich nachvollziehen, aber der Humor hat hier noch 2, 3 wesentliche Funktionen. Punkt 1, er schafft Distanz zu dem, was uns belastet. Punkt 2, der Humor ist das beste oder natürlichste, sagen wir nicht das beste, aber das natürlichste Antistressmittel, das wir kennen. Und Punkt 3, es schafft ein Ventil für die Dinge, die sich aufgestaut haben. Oder, um es mit Regelnatz zu sagen, der Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Und einer, der viele solche Knöpfe uns schon zur Verfügung gestellt hat, der bekannter ist als der Nationalratspräsident oder Präsidentin, bekannter ist auch als unser aktueller Trainer der Fußballnationalmannschaft, den haben wir angefragt, ob er nicht bereit wäre, heute zum Neujahrsempfang zu kommen, und wir haben uns riesig gefreut, wie er uns eine Zusage gegeben hat. Und es war, begrüßen Sie mit mir Roland Thüringer. Ich möchte jetzt gleich einmal anschließen an meinen Vorredner, wie es so schön heißt, der uns jetzt die wunderbaren Symptome erklärt hat, mögliche Lösungsvorschläge auch, alles wunderbar. Aber was ist die Ursache? Das ist eigentlich das Entscheidende. Klar, Medizin funktioniert anders. Medizin interessiert keine Ursache, weil wenn man an einer Ursache auf den Grund kommt, kann man ja nachher dann keine Pharmaprodukte mehr verkaufen. Das ist viel besser. Was unsere Pharmaindustrie braucht, sind natürlich entweder also Kranke, die leiden, ja, aber dabei nicht sterben. Ja. Das ist ideal. Also alles, was gesund ist oder hinig, ist ganz schlecht für die Wirtschaft. Also bitte, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, ich bin lieber gesund, denken Sie ganz gemeinwohl, denken Sie an die Wirtschaft, sind Sie ein bisschen krank, Sie helfen wirklich der Gemeinschaft. In Wirklichkeit fällt viel für uns alle ab in Wirklichkeit. Ja. Aber jetzt rede ich ein bisschen über die Ursache. Ja. Da wurde, glaube ich, gesagt, das Leben ist ein Marathonlauf. Das ist ein recht guter Ansatz, aber vollkommener Blödsinn. Es freut mich, dass Sie mitgedacht haben, auf jeden Fall. Weil was ist das Leben wirklich? Und da stelle ich jetzt wirklich eine entscheidende Frage. Ja? Hat irgendjemand von Ihnen Herren Angst, dass er sein Leben verlieren könnte? Das ist eine ganz einfache Frage. Nicht jetzt, das war jetzt keine Drohung, ich bin eine Berufung oder was. Sondern einfach, hat irgendjemand Angst, dass er eines Tages sein Leben verlieren könnte? Auch, ja, sage Vergriff, bitte daran verscheitert bitte. Auch, ja, ja, natürlich. Also, wenn wer Angst hat, dann kann ich jetzt was Wunderbares machen, kann ich heute die Angst nehmen. Die Gier kann ich Ihnen nicht nehmen, aber die Angst kann ich Ihnen nehmen. Nämlich die Angst, dass man das Leben verlieren könnte. Und das geht nicht. Weil wenn Sie das zusammenbringen, dann sind Sie ein Zauberkünstler. Das würde nämlich bedeuten, dass Sie eines Tages Ihr Leben verlieren und Sie sind noch da. Wenn man eine Brieftasche verliert, das Handy verliert, das ist nicht ein Grund zu merken, das ist keine Frage. Wo ist denn das Leben, das geht nicht davon, der Scheiß. Aber das kann nicht passieren, aus einem ganz, ganz einfachen Grund, weil wir alle miteinander, wie wir da erinnern sind, in Wirklichkeit, auch Sie da draußen, Sie brauchen gar nicht so breit schauen, ja, weil wir alle miteinander gar kein Leben haben, sondern ein Leben sind.
möglicherweise ein ewiges, ja, das ist noch nicht bewiesen. Aber und der Ansatz ist ein ganz anderer, weil das, was wir so gerne als unser Leben bezeichnen, diesen Marathonlauf, das ist nicht Leben, das ist eine Geschichte, nämlich eine Lebensgeschichte. Die kann man jetzt vergleichen mit einem Marathonlauf, oder wobei ein Marathonlauf etwa ein kurzes Leben wäre, sagen wir, ein Sprung von einem Hochhaus, der 80 Jahre dauert. Das müssen Sie natürlich mit der relativ hohes Hochhaus vorstellen. Oder Sie fliegen langsam, ein bisschen alleine, aber das können Sie jetzt überlegen. Ja? Das heißt, es beginnt mit der Entscheidung zu springen. Das ist die Geburt, klarerweise, mit dem Absprung, und endet dann unten Bartsprung am Asphalt mit dem Tod. Wobei es natürlich schon sicher, dass der eine oder andere dazwischen schon mal irgendwo hängen bleibt, an offenem Fensterfriegel oder sich von einem Fahnenstamm aufspießt oder wenn es ganz blöd hergeht, am F der Infofinanzleuchtbuchstaben den Löffel abgibt. Oder tut zumindest mal bewusstlos wieder, nur ein tiefer Umwand vom D-Steck zertrümmert wird. Aber bei manchen setzt ja diese Art der Bewusstlosigkeit schon früh ein. Ja, und wenn ich jetzt früh sage, meine ich wirklich früh. Bei manchen springen so schlampert weg, dass er sich an der Kante vom Hochhaus, oben am Dachl, so deppert den Schädel an, dass er in tiefer Bewusstlosigkeit, also ohne irgendetwas vom Leben mitzubekommen, ohne sich jemals irgendwie gespürt zu haben, dann letztendlich durch den Gehsteig geschieden werden, also der Körper vom Geist da. Worüber ich jetzt aber kurz mit Ihnen sprechen möchte, ist das Leben, dass wir jetzt unabhängig von dieser Geschichte sind, ja, auch unabhängig vom Verstand und auch unabhängig von unserem Ego. Ja. Also prinzipiell kann man jetzt einmal davon ausgehen, dass alle hier Anwesenden leben. Ja. Schon, also war blöd, bin ich, oder jetzt hat er gerade den Botschaftsdeck, aber wir leben, ja. Ich glaube nicht, dass einer vor Begeisterung oder vor Hunger oder vor Schreck oder vor Lachen schon gestorben ist, weil so lustig war es bis jetzt nicht. Wird es glaube ich auch nicht mehr, aber das heißt, wir leben alle, ja. Aber wir leben alle in einer anderen Realität, weil jeder lebt ja sein Leben bekanntlich in seiner Welt. Das ist so. Ja, und der moderne Mensch kann sich ja viele Welten aussuchen. Ich meine nicht nur die virtuellen Welten, ich meine die sogenannte Realität, obwohl es auch noch nicht bewiesen ist, dass es das ist. Vielleicht trauen wir den ganzen Scheiß nur. Wir ärgern uns drüber, dabei trauen wir selber. Das ist unabhängig vom Ort. Ja, das geht zum Beispiel im Wald mittlerweile. Das haben wir schon zusammengebracht. Also es ist im Wald definitiv ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ich jetzt bin ein Mountainbiker oder ein Jäger. Ich bin zwar zur selben Zeit am selben Ort, bin aber in Wirklichkeit ganz woanders. Ich glaube, das nennt man Paralleluniversum damals. Also wirklich ganz woanders. Oder vielleicht ein besseres Beispiel, ich merke, dass Sie jetzt da Probleme haben, dem folgen zu können. Wenn ein Wald so selten ist, was macht beim Wald? Nehmen wir ein besseres Beispiel, Auto. Da fühlt man sich ja viel wohler als im Wald. Wenn Sie mit Ihrem Auto dahin fahren, auf einer Landstraße, ja, dann ist die Geschwindigkeit, mit der Sie so unterwegs sind auf der Landstraße, so kurvenreiche, die einzig richtige, die man zu dem Zeitpunkt mit dem Fahrzeug auf der Landstraße fahren kann. Da gibt es keine Welt, das ist so. Ja. Und wenn jetzt einer von Ihnen fährt, so mit 7,6 km/h, langsamer als Sie, dann ist der, ja, Stepper zum Auto, vorne ein alter Trottel, ja, ein warmer, aber mit Sicherheit eine Frau. wenn Sie jetzt Ruhe im Hühnerstall, bitte, weil ich spreche. Ja, ja, da ist der. Oh ja, so was Geiles ist auch geil. Ist halt so. Wenn Sie auf derselben Nachschuss und dahin fahren, mit derselben Geschwindigkeit, ja, werden aber von einem anderen Fahrzeug mit einem Geschwindigkeitsüberschuss von 7,6 km/h überholt, dann ist das ein verantwortungsloser Raser, das ist ein Gemeingefährder, der sich angesoffen hat, der Führerschein weggenommen und der zieht ganz ganz zum Unfall. Was ist mit euch? Die Mann, oder? Ja, das kann ich ja auch nicht. Und Ihr Weltbild, wenn ich jetzt natürlich sehr ins Wanken kommen, wann in denen an Ihnen vorbeifahrenden Fahrzeugen zum Beispiel der Gary Kessler drin sitzt. Ja? Und auch jetzt, wo wir definitiv zur selben Zeit am selben Ort sind, sind wir alle in einem anderen Film. Sie schauen mir zwar alle an, aber jeder findet sich gerade ganz was anderes. Ja? Weil der eine schaut mir vielleicht an und denkt sich gerade, warte, der Wagen war. Ein anderer denkt sich, du kriegst wahrscheinlich nicht. Ein anderer schaut mich an und fragt sich, wer ist der Gary Kessler?
einige, die ich an der Reaktion bemerkt habe. Ein anderer weiß das schon, wer der Gary Kessler ist, was hat sich oder das schon mal, aber mein, der Wurm überholt, das ist schon mal ein anderer schaut sich weg und mit gestrafte Hosen an. Jetzt gerade alle. Aber Manipulation auskommt, glaube ich. Aber jetzt, ganz egal in welcher Realität wir uns gerade befinden, wir sind immer von Leben umgeben. Das ist auch klar. Ja? Manches ist für uns offensichtlich, wie zum Beispiel Tiere oder Pflanzen, das weiß man. Und dann gibt es ja Dinge, die sind für unser Auge nicht erkennbar. Ja? Und wenn unser Auge so als tollste Sinnesorgan was wir so anzubieten haben, was wir sehr oft und gerne benutzen, leider oft auch die Goschen, aber das ist kein Sinnesorgan, das ist die unterwarme Luft raus. Dieses Auge kann eigentlich nur 8% von dem, was so rund um uns ist, in eine Bildumwandlung. Wobei Umwandlung tut das Auge eh nichts, das macht das Hirn natürlich. Ne? Das heißt aber 92% von dem, was da ist, ja, das sehen wir nicht. Manches riechen wir unangenehmerweise, ja. Manches hören wir auch oft unangenehmerweise, ja. Ö3 zum Beispiel. Ne? Aber prinzipiell kann man sagen, dass man mit 92% nicht sehen relativ scharfsauger ist. Ja? Und von diesen 8%, die wir sehen könnten, gibt es aber immer noch sehr, sehr viel, was wir zwar sehen könnten, aber nicht sehen wollen. Wie zum Beispiel die Wahrheit. Ja? Das heißt, wir haben wirklich die Gabe, Dinge, die da sind, nicht zu sehen. Mikroorganismen zum Beispiel, nicht? Also jeder, die gibt es, gesehen hat es noch keiner. Außer die Spezialisten, also die mit dem Feldstecher, die vielleicht schon. Aber uns hat das noch nicht gesehen, das sind nicht wenig. Also, in einer Handvoll Ackerboden, ja, weiß nicht, wie viele Bauern da sind. Die wissen das normalerweise. Leben so viele Kleinstlebewesen, so Bakterien und Mikroorganismen, wie dieser Planet Menschen beherbergt. In einer Handvoll. Ich meine, das ist schon bitte, wir reden jetzt von ein paar Milliarden in einer Hand. Ich meine, das ist, ja, das ist halt, ne, so Bakterien, lustiger, ja, kann man nichts kaufen, darum ist halt so. Nicht? Aus unserer Sicht ist das Leben von einem Bakterium nicht spannend. Dafür ist es kurz. Schießen ist ein fades, aber langes Leben. Gibt es auch Beispiele. So der wirklich berühmte, der Ding, der Mount Everest zum Beispiel, der hat ein langes, wirklich langes, aber sehr fades Leben, weil er selber nichts davon hat, dass er der höchste Berg der Welt ist. Für ihn ist vollkommen irrelevant. Der hätte wahrscheinlich ein ruhigeres Leben, wenn er der Lahrberg wart. So, wahrscheinlich wäre keine Müllhalde geworden und hätte sich einige Bezwingungen erspart. Ja? Also aus meiner Sicht ein fades und langes Leben. Jetzt kann man mir entgegenhalten, dass es ein vollkommener Blödsinn ist, was ich rede und überhaupt zum Thema passt, weil ein Berg lebt nicht, so fängt es einmal an. Das ist tote Materie, Steinhaufen, lebt nicht. Kann ich nur darauf sagen, das ist Ansichtssache. Es gab einmal Naturvölker, ja, wie zum Beispiel Indianer oder Aborigines oder die ganzen Neger der Welt, ne? Und die haben mit Bergen gesprochen. Ja, für die war es ganz normal. Also da war alles in der Natur, war belebt, war beseelt, hat einen Geist. Die mit Wasser geredet zum Beispiel, und auch die Nacht haben das Lagerfeuer reingeschaut, dann haben die Dämonen drinnen tanzen gesehen. Also, gut, wir leben Gott sei Dank in einer anderen Zeit, muss man dazu sagen. Wir leben in der Zeit, wo wir wirklich wissen, was Sache ist. Also, wir leben in der Zeit, und da muss ich Ihnen sehr versprechen, ja, wir leben in der Zeit, wo es den Menschen noch nie so gut gegangen ist wie heute. Das muss man auch dazu sagen. Der Satz ist nicht von mir, das ist von einem sehr gescheiten Mann, der das bei einem Interview gesagt, der Chef von Nestle. Und der muss ja das eigentlich wissen. Und in dieser wunderbaren Zeit, in dieser technokratischen Zeit, in der wir leben, ist die Physik jetzt, und das ist ein sehr spannendes Thema für mich, die Physik ist jetzt wirklich an einem Quantensprung gerade. Ja, ich weiß nicht, wie gut Sie in Quantenphysik sind. War eh noch rhetorisch gefragt, das war nicht ernst gemeint. Also, die Quantenmechanik, nur zur Erklärung, ja, die sind jetzt draufgekommen, diese Physiker, durch ganz komplexe Versuche und hochkomplizierte Gleichungen, die uns auch nicht einmal ansatzweise versteht, das sind nur Hieroglyphen und Kürzel, was da steht, sind die draufgekommen, dass die Indianer recht gehabt haben. Da hätten wir es damals nur Fragen brauchen, statt anschlachten, dann haben wir es halt lieber ausgerechnet, damit wir es auf schwarz und weiß haben, weil was wir haben, haben wir, Entschuldigung, geht, aber jetzt haben wir das schwarz auf weiß. Ja. Also, ich schweife jetzt ab, ich komme jetzt wieder zurück auf das, dass wir von Leben, sonst wird es lang, dass wir von Leben umgeben sind. Ja. Und jetzt kommt das Entscheidende. All das Leben um uns, auf das würde ich jetzt hier arbeiten, ganz egal, dass jetzt Berge sind oder Mikroorganismen oder Tiere oder Pflanzen, vollkommen wurscht, hat eines gemeinsam. Das macht sich keine Gedanken über das Leben.
das lebt alles ganz einfach. Weil ein Katz zum Beispiel sitzt vom Mauseloch, ja, und nicht eine Sekunde denkt sich, ja, mein Gott, den Depper, der Mauser, das will ich keine Zeit mehr, mit den Ohren heute bei mir, das geht zum nächsten Mal so. Das macht er nicht. Ja, es gibt eine einzige Spezies auf diesem Planeten, ja, nämlich den Homo sapiens. Das ist der weise Mensch, was ja schon vom Titel her eine komplette Themenverfüllung ist, wenn man, glaube ich, wunderbar sich selber beobachten kann, da spätestens wenn man die Nachrichten einschaltet. Und dieser weise Mensch, der hat nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag deppert über das Leben nachzudenken. Und diese Gedanken, ja, das sind keine schönen, das sind keine kreativen oder schaffenden, schöpferischen Gedanken, die uns weiterbringen. Na, das sind eigentlich ziemliche Arschgedanken. Ja. Und es kommen dann immer wieder dieselben. Das ändert sich. Wir denken, es fällt ihnen auf, dass wir immer denselben Scheiß denken. Das geht immer wieder. Das war ja, wie ich mir denke, vor 10 Jahren, das kann man wieder denken. Ja. Ja. Vollkommen sinnlose Sachen, wie zum Beispiel Sorgen um Hab und Gut, ja, oder Hoffnung, dass in einer Zukunft einmal was anderes oder besser wird. Ja. Oder der Hass auf die Vergangenheit, ja, das denkt man auch gerne noch. Nicht, du, wenn ich damals, ich sag dir, wenn ich die Chance, wenn der, du, dann aber, ich sag dir, wenn das damals, da war mein Tante, wenn die jetzt umfällt, mein Onkel, das sag ich dir. Also, vollkommen ein Wahnsinn, ja. Aber Wahnsinn, jetzt muss ich, ich hoffe, Sie verstehen das jetzt nicht falsch, was ich sage, das ist nicht best gemeint, nur ehrlich. Es gibt Verrückte. Ich meine, es ist nicht so was wie mich. Ich meine, es ist wirklich wahnsinnig. Ja, die werden eh normalerweise nicht weggesperrt. Ich weiß, bei so wahnsinnigen werden weggesperrt. Die trifft man sehr selten. Ab und zu kann es aber passieren, dass einer in einer freien Wildbahn auch vorkommt. Zum Beispiel in einer U-Bahn. Und ist einem das schon mal aufgefallen, da sitzt dann ein vollkommen wahnsinniger in der U-Bahn und der redet in einer Lautstärke, wie wenn ein Lama auf der Welt, der schwafelt, ja, es kommt nur Blödsinn raus. Moment, ich meine jetzt nicht die. Ich meine jetzt, die ohne Gerät, ja, und der Red, ah, Wahnsinn, bitte, das haben wir auch nicht gehabt, bitte. Tja, mit den Kindern noch keinen Schnee gehabt in Wien, das haben wir noch nicht gehabt, urg. Hätten wir Weihnachten nur Schnee, ne? Das ist schon, bei Weihnachten ist schon, oh, den Erlogschen, hab ich den einzahlt, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich lege mir den Erlogschen noch hin, erst das gibt's auch nicht, bitte. Mit der scheiß Versicherung, da hab ich schon nichts gesehen, das war ein Pech, wenn du was ist erst. Ich fahre eh schon um 3,6% aufgegangen, ein Index anpasst und die Arschlöcher da, wie immer einmal, ja. Ich freue mich auf den Gräsch, muss ich sagen. Gut, sein Hunger. Nein, ich habe nicht Appetit. Ich frisch schon das so viel. Das ist wirklich auch was. Also die Weihnachtspferde unterstehen, ich würde nicht deppern, Keks um, aber ja, jetzt geht's noch. Jetzt geht's wieder an. Im Frühjahr dann da laufen und so. Also, ja, das ist eh alles. Nein, das ist. Ja, mit mir kann man so machen, dass ich auch mit mir kann. Also, das ist eh vollkommen vom Wahnsinn zerfressen. Ja. Der Unterschied zwischen einem Wahnsinnigen und uns Normalen ist der, der sagt, Sie denken es ihnen nur. Das heißt, Wahnsinn ist in Wirklichkeit nichts anderes wie ein Lautstärkenproblem. Ja. Ja. Die Frage, die ich hier mit in den Raum stellen möchte, und vielleicht das Gesprächsthema für den Rest des Amts geben möchte, Vorgabe, Gesprächsvorgabe sozusagen, wäre es nicht möglich, dass unser Denken die Ursache für den ganzen Wahnsinn ist. Aber, und jetzt kommt das Schöne, wir haben die Möglichkeit, die lärmende Maschine im Kopf abzuschalten. Und zwar ganz einfach. Durch Meditation. Also glaube ich, jeder von Ihnen regelmäßig praktiziert. Also, ich brauche nicht etwas lachen, also dann, das merkt es nur nicht einmal. Das heißt nicht, dass ich mich in einer Ecke stelle und eine Stunde ummache, bis ich einschlafe. Sie kommen heim, ja, nach einem anstrengenden Arbeitstag, sind eh fixe Foxy, ja. Das heißt, sie müssen runterkommen. Also runter saufen, runter rauchen, runter fressen, runter eine Praten, je nachdem, was halt. Und dann setzen sie sich hin, ja, und müssen dann ihre Mitte finden, wie man so schön sagt. Den Fluss des Atems spüren und dann kann man fast behaupten, sie machen nichts anderes, als den Knopf zu betätigen, nämlich den von einer Fernbedienung. Zap. Und in dem Moment hört ihr Denken auf. Der Geist ruht, jemand anderer übernimmt für sie das Denken, nämlich die da drin im Fernseher. Und irgendwann, ja, wenn man diese Meditationsübung oft nur macht, werden die Gedanken von denen da drin im Fernseher auf einmal die eigenen Gedanken.
Ja, sicher, das ist ja wohl. Ja, muss man sagen, das ist schon. Was ja vollkommen wurscht war im Prinzip, wenn Sie dann nächsten Tag jetzt einkaufen gingen. Oder vielleicht gar wollen. Aber wer macht das heute noch? Nicht? Wer geht heute freiwillig wählen? Da behalte ich doch meine Stimme, bevor ich sie in die Urne werfe, dann ist es weg. Da kann ich dann was schreiben, wenn ich es brauche. Und dann sitzt man vom Fernseher und hört sich, was fängt dieses Denken schon wieder auf. Da schaut halt, das ist dann auf jeden Zehnter selber. Schaut, das ist für das Tolle. Und es geht schon wieder los. Und weil das so ist, habe ich jetzt noch zum Abschluss noch einen wunderbaren Vorschlag. Also die eine Aufgabe, überlegen Sie gemeinsam mit allen anderen, ob das Denken das Problem ist. Und die zweite Aufgabe, die wir jetzt lösen werden, wir werden den Rest des Abends aufhören, über das Leben nachzudenken, weil es ja nichts ändert, nichts bringt. Wir werden ganz einfach in aller Stille und Ruhe miteinander leben. Der hat mal eine Sekunde holen sollen. Also wirklich, das, der hat mal eine Sekunde holen, dass man nie irgendwas machen muss. Warum? Weil Leben einfach sehr wenig ist. Genau. Danke für die abschließenden Worte. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Viel Spaß und denken Sie nicht so viel, bitte. Ja, danke schön. Sein. Als Dank für den Auftritt dürfen wir Ihnen ein Kunstwerk aus unserem Atelier hier im Sonnensegel überreichen. Die Künstlerin ist Inge Nacke-Spendi und sind da? Ist die Künstlerin da? Ist die Frage. Schon. Nein. Was sieht das, die ihr das Büro wegnummer auf? Dankeschön, ich werde es jetzt ins Theater mitnehmen und dann gut nach Hause bringen, weil heute wird gesiegt. Nein. Bitte. Ich habe natürlich in Vorbereitung Ihres Kommens über die Weihnachtsfeiertage habe ich viel Zeit gehabt und haben alle DVDs, die es von Ihnen gibt, oder fast alle eingezogen. Da war nichts mit Powerwalken, da war Powerglotzen angesagt. Bei Einzelstück ist mir aufgefallen, ja, dass Sie einen chronischen Schreibwerkzeugmangel haben. Und deswegen habe ich dann heute einen roten Kreis. Ja. Für den Fall, dass Sie sich den Kalender rot heute anstreichen wollen. Wir werden das jedenfalls tun. Danke. Dankeschön, herzlichen Dank. Eine Rettungsgasse freizumachen für meine ja. Sie wissen sicher alle, wie das geht. Ja. Also die zwei rechts oder die eine links, aber Sie haben es eh alle mitgekriegt. Wenn Sie es nicht wissen, www.rettungsgasse.com, das wissen wir alle, wie es funktioniert, weiß glaube ich keiner von uns. Ich möchte mich dem Dank an den Roland Thüringer anschließen und zwar möchte ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, die dieses Fest heute organisiert haben und auch jetzt abwickeln. Da möchte ich mich stellvertretend für das Organisationsteam bei der Sina Bründler bedanken und all ihren Mitarbeiterinnen auch vom Sonnensegel. Einen herzlichen Applaus bitte für die Sina Bründler. Bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen von Catering Max. Wie viele von Ihnen wissen, dass Max ist ein sozialökonomischer Beschäftigungsbetrieb, der mit den Mitteln des AMS gefördert wird und unser Stand, Haupthaus sozusagen, ist im Gewerkschaftshaus im Katamaran im 2. Bezirk. Wenn Sie dort mal hinkommen, lassen Sie sich von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwöhnen, dass es dort genauso gut ist, wie ich heute überzeugt bin, dass es hier ist. Davon sollen Sie sich überzeugen.
Es gibt heute auch wieder gehendes Essen, das heißt, es werden die Kolleginnen versuchen, dann auch zwischen ihnen mit Brötchen und mit anderen feinen Köstlichkeiten durchzukommen, sodass jeder von ihnen einen Happen abkriegt. Auch gibt es Getränke, schlagen Sie zu, wir haben den Auftrag zu leben und Essen und Trinken gehört ganz wesentlich zum Leben dazu. In etwa einer halben Stunde wird das Romantic Roof Department im Keller mit dem traditionellen Neujahrskonzert beginnen. Jürgen Jagfeld ist schon da, unser Bandleader, die anderen Mitglieder der Band sind auch schon da, sie sind warm gespielt und werden sie dann im Keller, das ist hier durch den Durchgang durch, die Stiegen hinab, auftreten. Es gibt dort auch Getränke, also sie müssen sich nicht unbedingt alles mit hinunternehmen, sie werden unten versorgt. Im Anschluss daran wird unser DJ das Wort, hätte ich fast gesagt, das DJ-Ruder übernehmen und wird uns dann bis in die frühen Morgenstunden auch schon traditionell begleiten. Wir werden hoffentlich auch das eine oder andere Bein schwingen, wenn schon nicht das eigene, vielleicht auch das des Nachbarn oder der Nachbarin. Damit möchte ich mich auch nochmals bei Ihnen bedanken fürs Kommen. Und wünsche Ihnen einen schönen Abend und vor allem ein gutes Jahr 2012. Vielen Dank.